Hey Leute, heute wollte ich euch mal eine nette Distribution vorstellen. Die heißt Deepin Linux oder Linux Deepin. Ist in der Version 2013 im Moment, wird wahrscheinlich bald neu rauskommen, wenn Ubuntu 14.04 erscheint. Aber ich zeige euch trotzdem nochmal diese Version. Die neue werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal vorstellen. Ja, das Ganze handelt sich um eine Ubuntu-Abwandlung mit dem GNOME 3 Desktop. Seht ihr hier nicht, aber das Ganze wurde durch Plugins so weit umgebastelt, dass es sich hier um den Linux Deepin Desktop handelt, sozusagen. Ja, dann zeige ich euch mal, was das Ganze hier so hat. Wir haben hier einfach einen klassischen Desktop. Hier haben wir sogar eine kleine Uhr. Dann haben wir hier rechts unten noch einmal eine Uhr mit Kalender. Ausloggen und herunterfahren und so ein Kram. Kennen wir ja. Lautstärke. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen erweitert machen. Ja, dann haben wir noch Kabel gebunden. Hier eingehangene USB-Laufwerke und was weiß ich so alles. Hier den Energiestatus. Brauchen wir aber eigentlich in einem Desktop-Rechner gar nicht. Ja, und ungelesene Nachrichten. Ja, dann haben wir hier ganz, das Ganze hier ist so ein kleine, so eine Art Dock, aber auch eigentlich mehr ein Panel. Wir haben hier unsere eingebundenen Icons zu dem bestimmten Programm und hier nochmal das Menüprogramm. Ich beginne direkt erstmal im Menü. Ich klicke einfach mal rauf und schon sehen wir, warum sehen wir schon eine gewisse Ähnlichkeit zu GNOME 3. Das sieht auch schon so ähnlich aus. Ja, wir haben hier unsere verschiedenen Kategorien. Ich werde euch jetzt mal die verschiedenen Anwendungen zeigen. Ja, wir haben hier den Flash Player, der ist schon direkt mit drin, wie unter Linux Mint, dass ihr direkt YouTube-Videos gucken könnt. Wir können ja Audio aufnehmen, das ist auch schon mal gar nicht schlecht. Wir haben einen Archivmanager, das ist aber eigentlich Standard. Bildbetrachter auch. Wir haben hier Brasero, ein Brennprogramm, das mir ehrlich gesagt nicht so toll gefällt. Das würde dann am Ende einfach durch K3B oder den XFCE-Burner austauschen. Ja. Wir haben hier noch CHMSEE, das kenne ich aber auch nicht. Werde ich mir gleich nochmal ein bisschen angucken. Wir haben hier ein extra Deepin Music Player. Das ist ja schon mal die erste besondere Anwendung, die ich euch direkt vorstellen möchte. Und ich werde euch auch sagen, warum sie besonders ist. Wir haben hier einen ganz normalen MP3-Player sozusagen, aber wir haben hier nochmal so ein Zusatzsymbol. Da klicken wir mal rauf und dann können wir das Thema einfach ändern. Das Design von der Anwendung. Das finde ich wunderbar. Das ist echt klasse. Dann müssen wir das nicht immer im System machen. Und wenn der MP3-Player so halt gut gefällt, dann machen wir das Ganze einfach so. Wir können auch eigene hinzufügen, indem wir auf dieses Plus drücken. Das ist alles gar kein Problem. Ja, und sonst ist dieser Player eigentlich sehr gut. Ja, dann werde ich euch mal ein bisschen was weiteres zeigen. Wir haben hier nochmal einen Videoplayer. Dasselbe funktioniert hier auch mit dem hier. Wir können hier natürlich auch ganze Styles verändern. Wirklich echt klasse, finde ich. Können wir auch Videos abspielen. Das ist wirklich sehr gut. Damit kann man gut arbeiten. Hat auch Ähnlichkeit mit dem Windows Media Player, finde ich. Ja, gut, dann geht das weiter. Wir haben hier natürlich noch unsere schönen Dateien. Das müsste Nautilus sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist ganz einfach von Ubuntu abstammt. Das ist ganz gut hier eigentlich. Ich finde die Icons zwar ein bisschen hässlich hier, diese hier, aber die kann man sich auch noch austauschen, wenn man will. Die Links hier, die finde ich schön, aber die hier finde ich nicht so toll. Ja, gut. Wir haben hier noch ein Deepin Game Center und hier wird es ein bisschen problematisch. Das habe ich mir schon mal angeguckt, das werdet ihr auch gleich sehen. Ah, komm, komm. Vorführeffekt? Na, ne, jetzt kommt's. Gut. Ja, das hier ist alles so, ja, chinesisch, ne? Dass das Ganze auch eine chinesische Distribution ist. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, das auf Deutsch umzustellen. Aber wenn ich es noch hinkriege, dann werde ich es euch zeigen. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür gibt es ja auch schon Steam. Braucht man ja nicht unbedingt hier das Programm. Wir haben hier noch ein Programm, um Screenshots zu erstellen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen kompliziert. Ja. So, ja, gut, hier habe ich ein Foto gemacht. Kann ich auch ein bisschen was drauf zeichnen. War ganz, ganz lustig. Ja, gut. Auch jetzt aber nicht. Tschüss.
Voucher. Jetzt zeige ich ein bisschen weiter. Hier haben wir natürlich noch ein Terminal. Das finde ich auch, das ist schon ganz schick, finde ich so. Ich mag es so mit grüner Schrift. Hat ein bisschen was von Matrix. Ups, jetzt habe ich ein neues Fenster geöffnet. Wenn wir es minimieren, geht es direkt hier unten ins Dock. Das ist auch schon mit der schönen Anzeige, dass wir gerade so offen haben, wie man hier ans leuchtenden Blau sieht. Ich finde es auch gut, dass es direkt angezeigt wird, wie das Fenster gerade aussieht. Kannst du wieder schließen. Gut. Dokumentbetracht ist eigentlich auch Standard hier. Das ist alles so Ubuntu-Kram. Wir haben natürlich noch den Firefox-Webbrowser direkt dabei. Der sieht auch, und an dem System sieht einfach hervorragend aus, finde ich. Der macht auch so einen coolen Sound. Wirklich sehr klasse. GDB-Paketinstallation, das haben wir auch dabei. Ist aber auch eigentlich Standard. Dann haben wir natürlich noch unseren Google Chrome. Der ist unter Ubuntu nicht dabei und der ist auch nicht unter Linux Mint dabei. Der ist hier direkt, aber mit, schon mit drin. Finde ich auch. Oh, ich bin jetzt nicht so der große Fan. Google Chrome. Ich mag Chromium eigentlich lieber unter Linux, aber naja, man kann ja auch nichts machen. Und dann wird die auch schon wieder besonders. Unter den meisten anderen Linux-Distributionen hat man LibreOffice. Hier auch. Aber wir haben hier natürlich noch, natürlich nicht, aber wir haben hier noch Kingsoft Office mit drin. Das ist ein ganz besonderes Schreibprogramm sozusagen. Das ist mit dieser modernen Ribbon-Oberfläche ausgestattet. Das ist unter Windows ein sehr beliebter Microsoft Office-Ersatz. Den habe ich auch auf meinem Rechner. Habe ich aber schon seit Jahren drauf. Und dann, ja, gibt es das halt natürlich auch für Linux. Ich habe mich erst gewundert, gibt es das überhaupt für Linux? Oder ist das hier irgendwie heimlich mit Wine ausgeführt? Aber nein, das ist tatsächlich echt für Linux gemacht. Und wir haben hier dasselbe, wie wir unter unseren und anderen Deepin-Programmen haben. Wir können hier auch das Thema wechseln. Mache ich einfach mal so. Ja, jetzt muss ich das Ganze mal neu starten, damit sich das ändert. Das ist der Unterschied. Ja, und schon haben wir hier ein anderes Thema. Ja, das finde ich auch ganz cool, dass sich das ein bisschen so verbindet, so systemtechnisch mit dem Programm. Hat ein bisschen Ähnlichkeit so. Ja, wir haben hier noch einen Excel-Ersatz und einen PowerPoint-Ersatz. Zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Ja, ganz normal, kann man auch gut mitarbeiten, finde ich. Also wer unbedingt Microsoft Office unter Linux benutzen möchte, das geht ja aber eigentlich nur ganz schlecht, vielleicht mit Wine, der kann auch dieses Programm benutzen, da das wirklich schon reinkommt, finde ich. Da haben wir natürlich noch unsere LibreOffice Suite dabei, das muss ich jetzt nicht extra vorstellen, die kennt man eigentlich unter Linux schon. Pidgin ist dabei, Remina ist auch dabei, ist auch schon eigentlich Standard, ein Schriftdatenbetrachter. Und das ist nicht so besonders klasse funktioniert, da doch hier. Ja, können wir uns die Schriftarten angucken. Oh, kann man machen. Kann man alles machen. Wir haben noch ein Scan-Programm. Skype ist auch schon direkt mit bei. Und dann kommen wir wieder zu einer kleinen schönen Besonderheit. Das hat auch nicht jede Distribution eigene Software Center, aber Linux Deepin kommt natürlich wieder mit einem eigenen Software Center daher. Klicke ich einmal wieder rauf. Schon haben wir hier wieder so ein, naja, das Design. Über das Design lässt sich streiten. Wir können hier verschiedene Programme installieren, das ist ganz normal. Wir haben hier Vorschläge, was wir so installieren können, zum Beispiel Simple Screen Recorder. Hier können wir durch die einzelnen Kategorien wechseln. Das sind wirklich sehr gute Programme bei. Hier Maxton ist zum Beispiel ein neuer Browser, den gibt es jetzt auch schon für. Guckt euch das mal an. Das muss man jetzt nochmal ein bisschen auf Deutsch umstellen. Der ist ein ganz guter Browser eigentlich, der sieht aber auch schon aus wie Google Chrome. Ja. Ja, das System ist up to date und das finde ich auch ganz besonders lustig, dass wir hier so eine kleine nette Einblendung von irgend so einem Heini, der seine komisch aussehende Hand hochhebt mit so einem gefällt mir Daumen. Das System ist auf dem aktuellsten Stand und dann noch ein Smiley, finde ich lustig. Ja. Wir können auch Anwendungen deinstallieren.
Ja. Und natürlich auch den Skin hier wieder ändern. Wunderbar. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben hier Sprachen, Systemeinstellungen, die sehen auch noch mal ein bisschen anders aus als die von Ubuntu. Die sind auch sehr hübsch, finde ich. Wir können hier die Arbeitsfläche noch ein bisschen konfigurieren. Wir können Desktop-Icon hinzufügen. Wir können da Dock ein bisschen verändern. Meinetwegen mit Auto-Hide. Sieht alles noch nicht so prächtig, ne? Aber das geht alles schon. Das geht auch schon. Wir können hier die Hot Corners ändern. Wenn wir hier nämlich ganz oben links in die Ecke fahren, bekommen wir auch unser Hauptmenü. Ja, gut. Sonst gibt es eigentlich nicht so besonders wichtige Anwendungen. Wir können unsere Systemüberwachung starten. Ah, das haben wir auch unter Ubuntu. Wir können auch Windows WLAN-Treiber benutzen. Das heißt, wenn wir mal eine Hardware haben, die mit unserem eine WLAN-Hardware unter unserem Linux haben, die nicht so richtig unterstützt wird, können wir versuchen, Windows-Treiber damit zu benutzen. Ja, da haben wir noch IPTOX. Ich weiß nicht, aber nicht, was das soll, das Programm. About. So ein LAN-Manager. Okay. Ja. Wem das System sehr gefällt, der kann sich das natürlich kostenlos herunterladen. Das ein oder andere Problem ist natürlich noch, dass es aus China kommt. Und naja, nicht jeder vertraut den Chinesen. Mir ist eigentlich völlig scheißegal, aus welchem Land das kommt, ne? Aber wenn euch das wichtig ist, ja. Das Ganze ist aber trotzdem ein wunderschönes Betriebssystem, finde ich, mit vielen Möglichkeiten. Damit kann man bestimmt viel anfangen. Würde ich jetzt nicht direkt als Linux Mint Konkurrent abtun, aber ja, hat schon gewisse Ähnlichkeiten und auch einen gewissen Vorteil. Ja, gut. Dann hoffe ich konnte euch mit dem Video helfen. Wem es gefallen hat, der kann sich das System natürlich runterladen. Und mich hier noch auf Facebook besuchen. Den Link setze ich in die Beschreibung. Und das war's dann auch erstmal. Bis zum nächsten Mal.